Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Gott ist gut und diese Güte möchte er auch dir zeigen. Öffne dein Herz und empfange, was er für dich hat. Ja, Hoffnung um 12. Öffne dein Herz. Genau das. Empfange das, was Gott für dich heute gerade jetzt vorbereitet hat. Ich frage dich heute, wie geht Freude? Wenn du uns schreibst, beten wir gerne für dein Anliegen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon heute bis 13 Uhr. Ja, wenn ich dich jetzt frage, wie geht Freude? Der eine würde sagen, ja, einfach das Gesicht verziehen, einfach nur lachen und hüpfen und so weiter. Ich glaube, das ist nicht Freude, sondern irgendwie so, das Optische dazu. Aber Freude kommt ja von innen. Und ich war so begeistert, als ich von einem Freund Folgendes geschrieben bekam. Freude ist nicht etwas, das du tust. Freude ist die Frucht von etwas, das du kennst. Und da ist mir eingefallen, ja, wenn ich Jesus kenne und ihm vertraue, was er getan hat für mich, da kommt richtige Freude auf. Weil das ist da, das kann ich benutzen, mit dem kann ich unterwegs sein. Und das ist dann die Frucht der Freude, weil ich Jesus kenne. Oder wenn du was Schönes erlebt hast, dann kommt die Freude daraus, weil du kennst das Ergebnis. Du hast dein Examen bestanden oder deine Kochprüfung oder deine Fahrprüfung. Da kommt dann Freude heraus, weil du genau weißt, es ist die Frucht von etwas, was du kennst. Und ich sage dir, es ist wichtig, dass du Jesus kennst. Und dann macht auch der Vers Sinn, den wir schon oft gehört haben, Nehemia 8, Vers 10. Lass den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Wir können uns freuen am Herrn, nicht freuen an all dem, was um uns rum ist. Da gibt's nicht viel zu freuen. Aber wir können uns freuen an Jesus. Und das gibt uns die Kraft. Danke, Herr. Danke, Herr. Herr, lass uns wirklich die Realitäten sehen, die guten Realitäten sehen, Herr, die in dir sind, die in so manchem sind, was du wirkst, Herr, wo wir eine Prüfung bestanden haben und solche Dinge. Ich danke dir dafür. Herr, danke, Herr, dass die Frucht Freude sein darf und wir uns freuen dürfen. Ich danke dir dafür. Herr, danke, auch in dieser Zeit ist Freude möglich. Amen. Amen. Und die Freude am Herrn ist meine Kraft. Und wir freuen uns immer, wenn Gott Menschen berührt. Aber zuerst wollen wir beten für die Anliegen. Und eine Frau bittet um Gebetshilfe für ihren körperlichen Zustand. Sie schreibt, die Nerven meiner linken Körperhälfte sind alle entzündet und meine Fibromyalgie ist ebenfalls so schlimm geworden, dass ich mich kaum bewegen kann. Auch auf dem linken Ohr höre ich ganz schlecht. Jesus, und ich danke dir, dass du diese Person kennst, die so mit den Nerven zu tun hat und die Nerven solche Probleme machen. Und ich danke dir, dass du eingreifst, dass diese Nervenbahnen wieder in ihren gesunden Zustand übergehen, dass diese Entzündungen verschwinden und dass da wieder vollkommene Ordnung einkehrt in deine göttliche Schöpfungsordnung. Danke, Jesus, dass du diesen Körper durchströmst von Kopf bis Fuß und dass diese Nerven wieder vollkommen gesund sind. Danke, Jesus. Du bist ein Gott, der heilt und der hilft. Und auch das Ohr, Jesus, dass das Ohr wieder aufgeht. Danke, Jesus, dass jegliche Entzündung verschwindet, dass jegliche Ursache verschwindet. Danke, Jesus, dass dieses Gehör wieder wunderbar funktioniert. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und eine Corona-Infektion macht starke Probleme. Eine Frau schreibt, lieber Daniel, liebe Isolde, ich habe seit über einer Woche eine starke Corona-Infektion, habe schon 6 Tage Durchfall mit Bauchkrämpfen und Übelkeit, habe Schmerzen im Kopf und im gesamten Gesicht mit Schwindel und zeitweise Herzstolpern. Mein ganzer Körper zittert. Bitte betet für mich, dass ich wieder gesund werde. Danke für eure Gebet und danke für Gottes Heilung.
Ja, Jesus, wir danken dir, dass du auch ein Gott bist, der über jedem Virus steht. Und ich danke dir, dass du eingreifst in dieses Menschenleben. Und ich danke dir, dass dieser Körper wieder vollkommen in Ordnung kommt. Danke, Jesus, dass jeder Virus besiegt ist und jede Krankheit besiegt ist. Alles, was hier an Übelkeit und Schmerzen und Schwindel und Herzrasen verursacht, dass das ja entmachtet ist durch das Blut, Jesus, und in die vollkommene Ordnung kommt. Danke, Jesus. Dir sei alle Ehre dafür. Und wir wissen, dass du ein Gott bist, der heilt. Und ich danke dir, dass du hier eingreifst. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen, wenn du Gebetshilfe brauchst. Die Infos sind wie immer eingeblendet. Und folgendes Gebetsanliegen erreichte uns per E-Mail. Guten Tag, liebe Geschwister. Ich bitte euch um Gebet für mich. Ich leide seit einiger Zeit unter sehr starken Schmerzen meines Gesäßmuskels, die meinen Alltag stark beeinträchtigen. Ich glaube, dass Jesus auch heute noch heilt und erwarte meine vollkommene Heilung. Danke für eure Gebetsunterstützung. Ja, da machen wir uns eins. Daran glauben wir auch. Danke, Herr, dass wir uns jetzt eins machen dürfen. Und danke, dass dieser Gesäßmuskel oder was das auch auslöst, Herr, dass da Heilung hineinkommt, dass die Schmerzen verschwinden. Herr, dass wieder alles richtig funktioniert, auch die ganzen Knochen drumherum. Ich danke dir dafür. Danke, Herr, dass ab diesem Moment, Herr, wo wir beten und glauben, Herr, Besserung eintritt, bis es gut wird. Danke, Herr. Amen. Amen. Und eine Frau schreibt ihr Gebetsanliegen nach vielen Schicksalsschlägen. Nach vielen Schicksalsschlägen leide ich an Verspannungen und hörbarem Ohrgeräusch, was auch nach 2 OPs nicht besser wurde. Ich bin dadurch körperlich wie seelisch eingeschränkt und es kommt immer mehr dazu, anstatt etwas weggeht. Bitte betet für mich. Danke, Herr, du kennst diese Person und Herr, du siehst ihre Angst auch, dass immer mehr wird. Und Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass es immer weniger wird. Danke, dass du, Herr, dass das ab jetzt ein Wendepunkt ist, dass wieder gut wird, dass die Ohren wieder, Herr, geräuschfrei sind und richtig hören und, Herr, der ganze Leib gesund sein darf. Herr, in deinem Namen Jesu, danke, Herr. Amen. Amen. Und Gott tut große Dinge und davon wollen wir wieder hören und erzählen und euch ermutigen. Nach 20 Jahren einen Arbeitsplatz. Seit einigen Jahren bat ich euch immer wieder für meinen Bruder zu beten, der seit 20 Jahren ohne Arbeit und auf Hartz IV war. Trotz aller entmutigenden Umstände hielten wir daran fest, dass bei Gott nichts unmöglich ist. Schritt für Schritt führte der Herr meinen Bruder und er konnte trotz seiner 54 Jahre eine Ausbildung beginnen. Gott gab ihm immer wieder Kraft, Willen und Ehrgeiz, um durchzuhalten. Mein Bruder hat die Ausbildung bestens geschafft. Nun war der letzte Stein, eine Festanstellung in seiner Heimatstadt zu finden, aus dem Weg zu räumen. Der Herr wirkte mächtig und stark. Obwohl man meinem Bruder keine Hoffnung machen konnte, bekam er doch den Arbeitsplatz. Wir geben hiermit unserem allmächtigen Vater die Ehre, preisen und danken ihm für einen neuen Lebensabschnitt nach langer dunkler Nacht. Danke für eure Fürbitte. Der Herr gebe allen Menschen Mut, Trost und Zuversicht, immer weiter zu beten und am Glauben festzuhalten. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Ja, das ist wirklich wunderbar. Nach 20 Jahren einen Arbeitsplatz. Gott ist gut. Wunderbares Eingreifen Gottes bei der Enkelin nach Leukämie-Diagnose. Wir baten um Gebetsunterstützung für die Enkelin nach Leukämie-Diagnose, Knochenmarkstransplantation, Depressionen und Kräfteverlust. Es schien aussichtslos, sie wieder ins Leben zu bewegen. Gott ist so groß und hat richtig Hand angelegt. Wöchentlich erhielten wir eine gute Nachricht mehr. Das ist so hoffnungsvoll. Danke, lieber himmlischer Vater, dass du uns nicht vergessen hast und heute noch wie damals die Wunder tust. Und Gott hat auch dich nicht vergessen. Da schreibt jemand, Zyste verschwunden.
Ja, bei ihrer Tochter, das schreibt eine Mutter. Vielen Dank für das Gebet für unsere Tochter. Sie hatte eine große Zyste im Unterleib, die auf die Blase gedrückt hat. Unser wunderbarer Gott hat sie vollkommen geheilt. Die Zyste ist verschwunden. Danke vielmals fürs Beten. Ja, wie wunderbar. Und noch ein letztes. Schulter wurde geheilt, schreibt uns eine Frau. 2020 hatte ich um Gebet für meine rechte Schulter gebeten. Den Arm konnte ich nach einem Sportunfall nicht mehr ohne Schmerzen bewegen. Anfang 2021 wurden meine Beschwerden von Tag zu Tag immer weniger. Und dann war ich völlig beschwerdefrei und ohne Schmerzen. Dann habe ich mir die linke Schulter verrenkt. Das gleiche Spiel auf der anderen Seite. Ich bat euch sofort um Gebetsunterstützung und Gott hat eingegriffen. Ich bin absolut schmerzfrei und ohne jegliche Einschränkung. Danke für eure Gebetsunterstützung. Danke, Herr, für die wunderbare Gebetserhörung. Und für Gott sind alle Dinge möglich. Ist es nicht interessant, dass jede Gebetserhörung ein anderer Verlauf hat? Ich finde, das ist so wunderbar. Wenn ich das machen würde, heilen könnte, ich würde es immer gleich machen. Was mal funktioniert, das macht man immer wieder. Aber Gott ist so kreativ, er macht so wunderbare Dinge. Hat er was Wunderbares bei dir gemacht, getan? Lass es uns wissen. Wir würden es gerne hier vorlesen. Ja, kennst du etwas, das dir Freude macht? Wenn du sagst, nee, eigentlich nichts, alles ist so doof. Ich sag dir, dann beschäftig dich mit Jesus. Er macht Freude, weil er hat eine Qualität. Er hat so viel für dich getan. Und dann wirst du auch sehen, dass es Dinge im Leben gibt, die dir Freude machen. Wenn du etwas kennst, was so richtig gut ist, das macht dir Freude. Und schick uns dein Gebetsanliegen. Wir beten gerne für dich. Und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Hast du unsere Ermutigung der Woche noch nicht abonniert? Du kannst es gerne kostenlos tun auf unserer Webseite. Dann bekommst du jeden Montag eine neue Ermutigung. Wir freuen uns, wenn wir dich ermutigen können und verabschieden uns jetzt von dir. Gottes Segen. Tschüss. Der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.